Hallo, ich bin Tina Schwarz und ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, deinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin heute draußen, deshalb gleich vorweg, du wirst Vogelzwitschern hören, du wirst manchmal ein bisschen Windrauschen hören und vielleicht auch mal ein Auto oder ein Motorrad, weil ich bin hier gerade auf dem Hundeplatz, weil heute so wunderschönes Wetter war und ich definitiv nicht in der Wohnung bleiben wollte. Aber ich denke, das kannst du verstehen und das ist für uns beide okay. Ich möchte heute mit dir über ein Sprichwort, das ist gar nicht ein Satz, mehr oder weniger eine Weisheit oder so ein Leitsatz sprechen, der da heißt Love it, change it or leave it. Also lerne es zu lieben, verändere es oder verlasse es. Und bei diesem Spruch geht es darum, dass wir keine Opfer der Umstände sind, sondern dass wir jederzeit Situationen so verändern können, dass wir uns dort sicher und wohl fühlen. Und für mich hinkt dieser Satz ein ganz, ganz kleines bisschen. Und warum das so ist und was das mit dir und deinem Hund zu tun hat, darüber möchte ich in dieser Folge mit dir sprechen. Und bevor ich starte, ganz, ganz super wichtiger Hinweis sogar. Du kannst dich nur noch 9 Tage für meine Trigger Masterclass anmelden, Behind the Scenes, für meine 3-teilige Masterclass, in der ich dir einen Weg zeige, wie du es schaffen kannst, deine Trigger loszulassen, wie du es schaffen kannst, die Momente, die dich überfordern, die dich stark stressen und die etwas in dir auslösen, wie eine Fight-or-Flight-Reaktion auslösen, ja? Im Kontext mit Menschen oder auch im Kontext mit deinem Hund, wie du dort dahinter schauen kannst, warum sie genau das in dir erzeugen und wie du es auch auflösen kannst. Die Trigger Masterclass, darum geht es. Du kannst dich noch bis zum 22. April anmelden, denn am 22. April starten wir dann auch schon mit dem ersten Abend. Nutz die Chance, du bekommst eine Aufzeichnung. Ja, also wenn du sagst, oh, ich kann nicht live dabei sein, das ist eine Ausrede. Du kannst dabei sein, du kannst die Aufzeichnung nutzen. Du kannst dich noch anmelden. Den Link findest du direkt unter der Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf dich und auf unsere Zeit. Ich liebe inzwischen das Thema innere Welt, Themen finden und auflösen, um persönlich zu wachsen und dadurch mehr und mehr in das eigene authentische Leben, auch mit unseren Hunden zu kommen. Und dann würde ich sagen, du weißt, wo du den Link findest und ich starte jetzt mit der Podcast-Folge von heute. Love it, change it or leave it. Hast du bestimmt schon mal gehört. Bedeutet so viel wie, wenn du mit einer Situation unzufrieden bist, dann lerne es, sie zu lieben, also die Schönheit darin zu finden. Ändere sie oder verlasse sie. Und ich habe lange selbst nach diesem Leitsatz gelebt und durfte für mich jetzt feststellen, dass der nicht funktioniert, weil etwas ganz Bedeutendes vergessen wird. Und lass uns vielleicht erstmal dort überhaupt reingehen und was das auch mit dir und deinem Hund zu tun hat. Ja, nehmen wir mal an, du hast eine Situation, dein Hund hat Begegnungsschwierigkeiten. Immer wenn du aus deiner Haustür rauskommst, kommt der Nachbarshund auch raus und kläfft. Und dann kläfft er auch und dann ist alles ganz schrecklich. Ja, super anstrengend, super laut, total stressig und überhaupt nicht so, wie du dir einen harmonischen Start in den Spaziergang vorstellst. Love it würde bedeuten, die Situation anzunehmen, die Schönheit darin zu erkennen und dich selbst, also zu lernen, dich selbst darin wohlzufühlen. Vielleicht ist das Bellen ja auch gar nicht so schlimm, vielleicht freuen die sich einfach nur und wenn du den Hund einfach abmachst und der dort zum Zaun kann, ist vielleicht auch alles tutti oder so, ne? Das wäre so ein bisschen love it. Lerne die Situation, dich in der Situation wohlzufühlen. Change it. Ändere es. Trainiere. Ja. Trainiere mit deinem Hund, dass der ruhig bleibt, auch wenn der andere Hund kläfft. Trainiere. Leave it. Geh da halt einfach nicht mehr lang zu dieser Zeit, damit die Situation nicht mehr passieren kann. Verlasse die Situation. Wenn du auf Arbeit wieder ungefragt Überstunden reingebatzt bekommst, love it. Lerne die Situation zu lieben.
hey, dafür bekommst du mehr Gehalt oder du kannst die Überstunden dafür irgendwie für ein verlängertes Wochenende nutzen und sie dann abbummeln oder so. Ja. Du entlastest dadurch auch Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen. Change it. Sei nicht mehr bereit dafür, dass dir die Überstunden einfach reingedonnert werden. Finde dort einen Kommunikationsweg, um diese Grenze zu setzen, dass das nicht mehr passiert. Leave it. Kündige den Job und such dir eine neue Arbeitsstelle. Love it, change it or leave it ist prinzipiell ein wirklich ein guter Leitsatz. Etwas, was wir auf jeden Fall beherzigen sollten, immer dann, wenn wir mit etwas unzufrieden sind, um dort die Potenziale zu erkennen und sie zu nutzen. Um sich nicht als Opfer der Umstände oder Opfer des Lebens sich so ausgeliefert zu fühlen, sondern um handlungsfähig zu bleiben und dort etwas zu verändern für dich und für deinen Hund. Doch was mir jetzt mehr und mehr aufgefallen ist, was in diesem Konzept sozusagen fehlt, ist die Tiefe. Weil alles mit der Oberfläche zu tun hat und nichts davon wirklich in die Tiefe geht, warum genau du dich überhaupt in diese Situation manövriert hast oder warum genau du dich überhaupt in dieser Situation so fühlst, warum genau diese Situation vielleicht auch immer wieder in deinem Leben auftritt. Denn Fakt ist, du kannst Leave it machen, solange wie du möchtest, ja, also die Situation verlassen, den Job kündigen, woanders anfangen, dich selbstständig machen, eine Zusammenarbeit mit Kunden kündigen und dein Konzept neu strukturieren, was auch immer. Du kannst so lange Leave it machen, wie du willst, solange du nicht dahinter schaust, warum dir das immer wieder passiert, warum du dir diese Situation immer wieder selbst kreierst, warum genau diese Situation dich so berührt, obwohl sie andere Menschen nicht berührt, die in derselben Situation sind, die haben damit irgendwie keine Probleme. Solange du dir das nicht anschaust, hast du gar nichts gelöst. Da hast du für den Moment eine Erleichterung geschaffen, das definitiv. Aber in der Tiefe ist das Thema immer noch da und wird sich dadurch auch immer wieder zeigen. Genauso bei Change It. Du kannst mit deinem Hund üben und üben und üben, damit er dort nicht mehr bellt. Absolut. Absolut. Und du kannst es auch total kopfgesteuert wirklich so lange üben. Also ich will auch gar nicht sagen, dass es falsch ist. Darum geht es nicht. Ne? Du kannst es auch so lange üben, dass er wirklich gar nicht mehr bellt, dass er sich da überhaupt nicht mehr aus der Ruhe bringen lässt. Absolut. Doch das, was bleibt, ist das Gefühl, das in dir auftaucht, wenn es dann doch mal passiert. Das Gefühl von, warum passiert mir das? Oh Gott, ist das peinlich? Was denken jetzt die Leute? Warum macht er nicht endlich, was ich von ihm möchte? Ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, es ist zu laut, ich kann ihn nicht mehr halten, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dieses Gefühl wird bleiben und es wird auch in anderen Situationen wieder auftauchen. Vielleicht auch ganz unabhängig von dieser Situation am Zaun. In einer ganz anderen, mit deinem Hund oder auch nicht mit deinem Hund, wird sich dieses Gefühl wieder zeigen, weil du hast zwar die Situation so verändert, dass es letzten Endes fast, man könnte sagen, das stimmt jetzt nicht ganz, ne? Also im Fachjargon ist es eigentlich total falsch, aber das ist fast so ein bisschen Management. Ich verändere die Umwelt so, dass das unerwünschte Gefühl bei mir nicht mehr auftritt. Ich verändere das Verhalten meines Hundes und das Verhalten meiner Mitmenschen so, dass das unerwünschte Gefühl bei mir nicht mehr auftritt. Und das ist auch voll, also ne, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, um Gottes Willen. Bitte verändere dein Leben, wenn du dich nicht wohlfühlst. Und bitte verändere Situationen für dich und deinen Hund, wenn ihr euch dort nicht wohlfühlt. Und bitte schau auch mal dahinter, warum bei dir dieses Gefühl ausgelöst wird, wenn es doch bei anderen nicht der Fall ist. Warum du das, ich bin nicht gut genug, wir werden nicht gesehen, alle anderen sind so rücksichtslos, wir sind ausgeliefert, man hört uns nicht, ja. Was auch immer es ist, was bei dir da aktiv ist in dem Moment, guck es dir bitte an. Denn wenn du dir das nicht anschaust und immer wieder anschaust und immer tiefer anschaust, es fliegt dir ein Hubschrauber.
wenn du das nicht immer wieder und immer tiefer anschaust und es dahinter schaust, Erkenntnisse sammelst, warum das so entstanden ist, warum du dich so fühlst und das Stück für Stück auflöst, dann wird es trotzdem immer wieder kommen. Da kannst du in der Außenwelt verändern. Und am Ende kommt das Gefühl trotzdem früher oder später wieder. Und love it, genau dasselbe. Ja, es ist total sinnvoll, die positiven Potenziale zu sehen. Es ist sinnvoll, dankbar zu sein für das, was da ist. Das ist auch sinnvoll, Geschenke in Situationen zu finden, die wir oft nicht sehen können, weil wir unseren Blick dafür versperren. Absolut. Doch auch da, wenn du nicht dahinter schaust, warum du überhaupt so Schwierigkeiten hast, dich in einer bestimmten Situation zurechtzufinden, was für andere Menschen so einfach ist, wirst du auch diese Schwierigkeit immer und immer und immer wieder haben. Sie wird immer wieder auftauchen. Vielleicht in einem anderen Kostüm, in einer anderen Situation, ja, dass sie sich anders darstellt. Und doch bleibt dieses Gefühl, diese Überzeugung, diese innere Stimme bleibt bestehen. Sie bleibt da, weil du sie dir nicht angeschaut hast, weil du ihr nicht zugehört hast. Du hast sie gehört und versucht, sie leise zu machen, indem du Love It, Change It or Leave It machst. Ja? Versuchst du, sie leise zu machen. Aber die ist trotzdem da, weil du ihr nicht zugehört hast, weil du sie nur gehört hast. Und zuhören ist was anderes. Und ich will auch gar nicht sagen, dass du das musst. Darum geht's nicht. Ich möchte nur, dass du es weißt. Denn aus meiner Sicht nutzen viele Menschen das Potenzial ihres Lebens und das Potenzial des Lebens ihres Hundes und des gemeinsamen Lebens nur zu 10-15% aus. Nur so weit, bis sie sich so angepasst haben, dass sie in der Gesellschaft oder in dem Leben, in dem sie leben, in den Situationen, in denen sie sich bewegen, gut zurechtkommen. Und das ist ein Love It oder ein Change It. Ja? Und das ist auch wichtig und das sind auch die ganz, ganz wichtigen ersten Schritte, definitiv. Und dann nutzt man ungefähr 15% vielleicht des Potenzials des gemeinsamen Lebens. Doch weißt du, für mich sind 15% nicht genug. Weder für mich und meine Hunde noch für dich und deine Hunde. Für mich ist es nicht genug. Nicht mal ein bisschen genug. Für mich ist es der Anfang. Das ist der Anfang, der Grundstein, um dann wirklich loszugehen und das Potenzial, was da ist, mehr und mehr zu entdecken und mehr zu entfalten. Und der Weg dorthin führt durch deine innere Welt, durch deine Überzeugungen, durch deine Ängste, durch all die Erlebnisse, die du hattest und die dich haben etwas glauben lassen, durch die du dir jetzt bestimmte Dinge verwehrst und auch deinem Hund bestimmte Dinge verwehrst. Wir regen uns über so viele Dinge auf bei unseren Hunden und bei anderen Menschen, die überhaupt nicht schlimm sind, die überhaupt nicht dramatisch sind, gar nicht. Die sind eigentlich lapidar. Und wir regen uns so sehr darüber auf, weil sie etwas in uns bewegen, weil wir uns das selber ja auch nicht erlauben. Weil wir irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass das falsch ist, dass das schlecht ist oder dass andere Menschen sich das nicht erlauben. Deswegen dürfen wir das auch nicht und wir geben das genauso weiter. Und das ist unnötiges Leid, was dadurch kreiert wird. Das sind unnötige Begrenzungen für uns und unsere Hunde, die da kreiert werden. Das ist einfach nicht notwendig. Und da ist so viel ungelebtes Potenzial. So viel, dass es dir vielleicht manchmal sogar Angst macht und du deswegen sagst, ach, ich bleib lieber bei Love It, Change It or Leave It. Ich habe ja viel verändert, ne? Ich habe ja die Basis geschaffen und ich möchte darin bleiben. Ich möchte nicht weitergehen. Und wenn du diese Entscheidung für dich triffst, ist das total okay. Denk immer dran, du triffst sie nicht nur für dich. Und doch ist es total okay,
wenn du sagst, weiter möchtest du nicht gehen. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich möchte ja mehr Potenzial, ich möchte mehr als diese 15%, ich möchte nicht nur die ersten Schritte, dann geh weiter. Und auch wenn es dir Angst macht und auch wenn du gar nicht weißt, wie und auch wenn du dich jetzt im nächsten Moment schon wieder fragst, oh Gott, nein, aber ach, eigentlich ist doch alles, ist ja alles super so und wir sind ja, ne, man soll ja zufrieden sein mit dem, was man hat und so und uns könnte es ja viel schlechter gehen, ja. Auch wenn das kommt, geh weiter und erlaube es dir, da dahinter zu gucken, denn ich kann dir versprechen, ich habe Love it, Change it or Leave it gefühlt gemeistert, bis ich feststellen durfte, oh fuck, die innere Stimme ist immer noch da. Und diese innere Stimme ist auch immer noch laut. Und oh krass, wenn bestimmte Situationen auftauchen, fühle ich mich wieder genauso wie damals. Ist ja gar nicht weg. Ich habe ja Management betrieben und die Außenwelt insoweit verändert. Also ich habe schon auch an mir gearbeitet und doch auch die Außenwelt insoweit verändert, dass es für mich leichter war. Aber in bestimmten Situationen, nein, verdammt, fühlt es sich wieder genauso an. Weil Love it, Change it or Leave it deine persönliche Entwicklung nur bedingt integriert. Das Wirkliche dahinter schauen. Das Wirkliche Herz öffnen. Und das Wirkliche einmal kurz durch den Schmerz durchgehen. Um es dann gleich wieder aufzulösen. Weil es das nicht beinhaltet. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Trigger, ein Leben ohne unangenehme Gefühle das Ziel ist oder erreichbar ist. Es geht ja dann schon Richtung Erleuchtung. Fakt ist, das Leben ist dual, diese Welt ist dual und es sind immer beide Potenziale in jeder Situation vorhanden, negativ als auch positiv. Doch etwas, das auch Fakt ist, ist, dass viele Menschen es sich gar nicht überhaupt erst erlauben, den Raum für noch mehr positive Potenziale zu öffnen, den Raum für noch mehr Wachstum zu öffnen, den Raum für ein noch selbstbestimmteres, authentisches und wirklich gemeinsames Leben auch mit ihrem Hund zu eröffnen. Dann weißt du, was mir heute durch den Kopf gegangen ist. Ich bin hier zum Hundeplatz gefahren, habe die Hunde rausgelassen, habe ich mir so Möhrchen geschält, für die Hunde auch. Und dann habe ich die so angeguckt und habe mich so gefragt, was unterscheidet uns eigentlich außer unserer Optik? Ja, also ja klar, Genetik und so, aber du weißt, was ich meine. Was macht hier den Unterschied, dass ich bestimmte Dinge darf oder die Hunde dürfen das nicht? Oder andere Lebewesen? Was macht hier den Unterschied, dass ich weiß auch nicht, der Mensch sich als ja, die Krone der Schöpfung, ne, was immer so gesagt wird, sieht und darstellt und die ganzen Privilegien dafür mitnimmt. Aber unsere Hunde dürfen das natürlich nicht. Die dürfen nur das, was wir denen zugestehen oder was man Hunden allgemein zugesteht oder Tieren allgemein zugesteht. Was macht hier eigentlich wirklich den Unterschied? Der Unterschied ist, dass ich es ihnen nicht erlaube, dass wir Menschen es ihnen nicht erlauben, aus Überzeugungen aus unserer inneren Welt heraus, aus einer Vielzahl an Überzeugungen aus unserer inneren Welt heraus, erlauben wir es anderen Spezies nicht, sich frei zu entfalten. Uff. Unnötig. Und nicht nur, dass wir es ihnen nicht erlauben, wir erlauben es uns selber doch auch nicht. Und wir erlauben es auch Mitmenschen nicht. Unnötig. Und über ein Love it, Change it or Leave it können wir es in der Tiefe nicht ändern. Nur an der Oberfläche. In der wirklichen Tiefe können wir es nicht ändern. In einer Umprogrammierung sozusagen in unserem System. Das bekomme ich über ein Love it, Change it or Leave it, bekomme ich das doch gar nicht hin.
wenn du wirklich tiefe Veränderungen, große Veränderungen, große Potenziale, große Visionen für das Leben mit deinem Hund hast. Und auch wenn du jetzt wieder sagst, oh Gott, wovon redet sie? Ich kriege ja schon wieder Schweißausbrüche hier, ja, so. Oh Gott, nein, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will nur, dass der aufhört zu bellen oder so, ja. Wenn du das denkst, hey, hör auf, dich zu begrenzen und hör auf, deinen Hund zu begrenzen. Hör auf, euch ständig in Limitierung zu packen. Und erlaube es dir, mit deinem Hund wirklich große Schritte zu gehen, die dann nicht nur darin bestehen, dass wir immer nur changen am Hund und ein bisschen an uns, sondern die auch bedeuten dürfen, dass wir in der Tiefe changen. Und wenn wir in der Tiefe was ändern bei uns, in unseren Überzeugungen, in unserer inneren Welt, in unserem eigenen System, wird sich auch was Großes im Außen verändern. Und Leave it bedeutet auch nicht immer einfach nur flüchten. Einfach nur Situation verlassen und dann bin ich da halt nicht mehr. Nein, hey, ich darf mir trotzdem angucken und ich sollte mir auch angucken. Wo genau ist denn jetzt das Problem? Warum genau halte ich das nicht mehr aus? Warum genau möchte ich das nicht mehr in meinem Leben? Was genau triggert es in mir? Hundetraining ist so viel mehr als Training mit dem Hund, ganz ehrlich. So vieles hat einfach nur mit uns Menschen zu tun. Mit dir, mit mir und mit allen anderen. Und der Schlüssel zu einem harmonischen, entspannten, echten Zusammenleben, zu einer tiefen Freundschaft, zu einer tiefen Bindung, zu Respekt vor sich selbst und vor anderen, zu echtem Respekt. Der Schlüssel dafür, der liegt in dir und nirgendwo anders. Der liegt einfach nur in dir. Bellen ist ein normales Kommunikationsmittel. Ja? Wir haben gesagt, Hunde dürfen nicht bellen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es okay, wenn Hunde den ganzen Tag Angst haben oder Stress haben und deswegen kläffen. Ja? Verstehe mich nicht falsch. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir den Hund einfach mal machen lassen, was er macht und ihn dort in seiner Hilflosigkeit allein lassen. Nein, das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass du parallel dazu auch bei dir tiefer gucken darfst. Und dass du auch über ein Love it, change it or leave it hinausgehen darfst. Darüber hinausgehen darfst und einfach noch viel mehr transformieren darfst. Und viel größere Vision haben darfst und für die losgehen darfst. Und dass der Schlüssel dafür immer in dir liegt. Immer. Und ich merke das gerade selbst ganz, ganz stark. Deshalb kam auch die Idee zu dieser Podcast-Folge. Ich löse ja gerade meine Wohnung auf und bin jetzt noch mal 4 Wochen an einem Ort, den ich erst lange versucht habe zu loven, zu lieben irgendwie, ja. Den ich dann habe ich ganz viel gechanged und am Ende habe ich geliebt. Ja, also ich habe erst geschaut, wie kann ich in der Situation, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm und so. Dann habe ich gesagt, okay, ich verändere. Ja, ich habe in der Wohnung renoviert und so. Ich habe im Außen ganz viel verändert. Und am Ende habe ich dann doch gesagt, okay, und jetzt weg. Woanders, also ist auch wirklich so, woanders fühle ich mich einfach wohler. Und jetzt, wo ich wieder hier bin, kommt es und ich habe mich so gewundert, wow, wie kann es sein? Die ersten Tage war noch alles gut, aber wie kann es sein, dass ich mich nach einer Woche, die ich hier bin, anfangen lasse, wieder so zu triggern, dass ich wieder so eine leichte Unzufriedenheit spüre, dass ich wieder viel mehr bei mir einchecken muss, um bei mir zu bleiben. Wie kann das sein, dass all diese Themen, die ich eigentlich als abgehakt angesehen habe, dass die jetzt wiederkommen? Das geht doch gar nicht. So. Warum kommen sie wieder? Weil ich sie mir nicht wirklich angeschaut habe. Und für mich ist das jetzt gerade eine ganz, ganz große Chance, hier nochmal in die Tiefe zu gehen und es zu lösen, damit es mir in Zukunft so nicht wieder begegnet. Und deshalb ist Love it, change it or leave it letzten Endes auch ein Pflaster. Das ist ein großes Pflaster. Das ist ein richtig großes Pflaster mit ganz starkem Kleber. Aber am Ende auch irgendwie ein Pflaster, weil wir es uns nicht angeguckt haben, warum wir uns diese Situation kreieren. Warum wir uns dieses Leben so kreieren. Was in uns
unbewusst dieses Leben, diese Situation und die Unzufriedenheit kreiert. Denn das ist alles nicht aus Zufall entstanden. Das haben wir selber gemacht. Ob wir es wollen oder nicht und ob wir es verstehen oder nicht, wir haben es selber gemacht. Und solange wir uns nicht angucken, warum wir das so gemacht haben, werden wir es wieder so machen. Auf einer anderen Ebene, aber es wird uns wieder begegnen. Und genau das wollen wir doch nicht. Wir wollen es doch wirklich lösen. Mir fällt kein vierter Begriff ein. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, Mensch, wie kannst du den Spruch jetzt erweitern um den vierten Schritt oder ne, eine vierte Möglichkeit mehr. Mir fällt nichts Cooles ein. Ist auch egal, ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Was wichtig ist, love it, change it or leave it, ist der erste Schritt, den du immer gehen solltest. Jetzt kommt der Pico grad. Und dann gehst du tiefer, wenn du wirklich was verändern willst. Wenn du wirklich nachhaltig transformieren möchtest, dann gehst du tiefer. Du hast eine Möglichkeit, mit mir einen Schritt tiefer zu gehen in meiner dreiteiligen Masterclass Behind the Scenes. Du kannst dich noch anmelden bis zum 22. April. Den Link findest du direkt unter der Podcast-Folge. Und ganz, ganz große Empfehlung von mir, wenn du dir einen tieferen Blick in deine innere Welt ermöglichen möchtest und wenn du Wege finden möchtest, wie du da dahinter schauen kannst und wie du es auflösen kannst. Stück für Stück, Schritt für Schritt, aber beständig. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich freue mich riesig auf die Masterclass. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen, zauberhaften, hoffentlich sonnigen Tag mit deinem Hund. Und freue mich, dass du auch heute wieder dabei warst. Lass mir gerne deine Gedanken zu der Folge, deiner Erkenntnisse auf Instagram, Facebook oder YouTube direkt unter der Folge da. Vielen, vielen Dank und bis bald. Deine Tina.